ist der Manfred. Der Manfred liebt sein Heimatland Oberösterreich. Auf dem Weg zu Christine, die er heute von der Arbeit anholt, kommt er bei einem Haufen von Kultureinrichtungen vorbei. Grüß dich, Christine. Hallo, Mandy. Und, wie war's bei dir? Heute war echt super. Die Klinik-Clowns waren auf der Kinderstation. Man, die Kleinen haben so ein Glitzern in die Augen gehabt, das tut uns schon auch gut. Und dabei warst du am Anfang so skeptisch. Man merkt voll, dass das Profis sind. Der Manfred und die Christine schauen sich heute ein Theaterstickel an, wo sein Freund, der Max, Trompeten spielt. Schön, dass ihr gekommen seid. Und jetzt gehen wir noch was trinken. Super warst, Max. Dankeschön. Hätte ich nicht geglaubt, dass ich mal mit der Blaskapelle da im Theater bin. Auch mal Abwechslung. Ich spüre aber eigentlich voll gern daheim auf dem Maifestl oder zu Allerheiligen oder zu Neujahr. Super waren auch die Kostüme und das Bühnenbild vom Stück. Da arbeiten sicher viele Leute dran. Ja, voll. Die haben eine eigene Schneiderei, eine Wäscherei, eine Tischlerei, eine Malerei und dann die ganze Technik. Der Ton, das Licht und da reden wir noch nicht einmal vom Programm. Schau dich an, da sind ja gescheit viele Arbeitsplätze da in der Kunst. Hättest nicht gedacht, gell? Ja, wenn ich Trompeten spiele, dann ist das ja quasi auch eine Kunst, oder? Wieso quasi? Kunst ist Kultur, das macht das Leben aus. Servus, wollt ihr ein Bier? Ich hätte gerade ganz ein Neues aus der Region, ist das voll gut. Ja, gern. Und essen tun wir auch was. Du Rudi, von wo kommt denn eigentlich dein Fleisch? Also, ich hab meinen eigenen Hof. Seit das Theater daneben an ist, geht das Geschäft so gut, dass sie das auszahlt, eigene Kühe zu halten. Wer weiß, wie lange das alles noch so bleiben wird. Was? Wieso? Die Kulturförderungen sollen im ganzen Land gekürzt werden. Da werden viele regionale Vereine zusperren müssen. Im Schnitt werden 30% eingespart. Die Literatur ist mit 34% am schlimmsten betroffen. Der Filmbereich mit 29%. Aber mit Blaskapellen wird's immer gehen. Na, da wird's genauso gekürzt, um 28%. Was? Uns kürzen's auch? Da müssen wir ja was tun. Unterschreibt die Petition Kulturland retten. Es geht immerhin um die kulturelle Vielfalt. Kunst und Kultur brauchen nicht weniger Unterstützung, sondern viel, viel mehr. Genau, weil wie soll man sich sonst leisten können, überhaupt Kultur zu produzieren? Ja, weil wir uns dann die grassierende Unkultur leisten, da geht uns die ganze Standortattraktivität verloren. Und dabei macht das Kulturbudget ja nicht einmal einen Bruchteil vom Gesamtbudget aus. Und die Förderungen fließen wieder direkt in Arbeitsplätze, so wie ich das jetzt verstanden habe. Deshalb bin ich jetzt auch ein Kulturlandretter. Und noch mehr Infos über die Kürzungspolitik in Oberösterreich findet ihr auf kulturlandretten.at.